Am 28. Januar begannen die Feierlichkeiten zum Ende des Jahres für das gottgeweihte Leben mit einer Gebetsvigil im Petersdom. Dann empfing Papst Franziskus am Montag, dem 1. Februar, mehr als 5000 gottgeweihte Männer und Frauen in der Halle Pauls VI. Im Vatikan in Audienz. Während seiner völlig frei gehaltenen Ansprache erinnerte er an die drei Pfeiler des gottgeweihten Lebens, die durch die Gelübde gebildet werden: Armut, Keuschheit und Gehorsam. Er verurteilte den Terrorismus der Plapperei und ermutigte zum Gebet für Berufungen. Papst Franziskus schloss das Jahr für das gottgeweihte Leben offiziell mit einer Messe am Dienstag, dem 2. Februar, dem Welttag des gottgeweihten Lebens. Währenddessen versammelten sich zum gleichen Anlass die Malteserritter in ihrem Großpriorat auf dem Aventinhügel in Rom. Viele kennen die Malteser vor allem als internationale humanitäre Hilfsorganisation. Wenige wissen, dass sich der Orden um einen Kern von gottgeweihten Professmitgliedern gebildet hat, die Justizritter. Sie stammen direkt von den Rittern im Heiligen Land ab. Wir haben Professmitglieder seit Beginn des Ordens. Es handelt sich somit nicht um eine neue Erfindung. Es ist sogar eine sehr, sehr alte Erfindung, nämlich 900 Jahre alt. In der Frühzeit des Ordens waren die meisten Menschen, die ins Heilige Land reisten, hauptberufliche Soldaten. Sie waren dann fasziniert von dem, was sie dort fanden: die Arbeit, sich um die Kranken zu kümmern. Es waren die unverheirateten Mitglieder, die sich dieser Arbeit hingaben, also vermutlich die meisten von ihnen. Sie legten ihre Profess als Mönche ab, und da sie ja schon Ritter waren, gab es praktisch diese doppelte Natur des Ordens. Die Leute, die Sie heute sehen, stehen in direkter Nachfolge zu diesen Rittern. Wir hatten also schon immer Professritter. Die Professritter versuchen, jedes Jahr zusammenzukommen und ihre Glaubensgelübde zu erneuern und das Festhalten an ihrem Charisma, für das Gut der Kirche und der Armen als gottgeweihte Männer zu kämpfen. Das ist allerdings kein Novum in der Kirche. Man kann ganz einfach sagen, dass wir etwas beibehalten haben, was andere Orden nicht mehr haben. Wenn unser Gespräch vor 500 Jahren oder mehr stattgefunden hätte, dann wären Sie nicht überrascht, denn Sie würden dann alle religiösen Orden kennen, die Deutschritter, die Ritter des Heiligen Grabes, bevor sie ausgestorben waren, uns selber und auch die anderen. Wir sind auf ähnliche Weise strukturiert, die Tempelritter, sie sind sich auf gewisse Weise alle ähnlich. Justizritter stellen das Herz des Ordens dar, wie es Papst Emeritus Benedikt XVI. Ausgedrückt hatte. Sie leben zwar nicht in Gemeinschaft, beten aber das Stundengebet und legen Gelübde ab. Keuschheit ist nicht schwer zu erklären. Gehorsam ist da schon schwieriger, denn wem ist man gehorsam gegenüber? Man sollte dem Großmeister gegenüber gehorsam sein, und ich wiederum sollte dem Heiligen Vater gehorsam sein. So sollte es wohl im Groben aussehen. Gehorsam ist schwer, um ehrlich zu sein. Und die Armut, das ist eine sensible Angelegenheit. Bei der Armut handelt es sich um die Armut des Geistes. Wenn ich plötzlich herausfinde, dass ein Professritter eine Riesenjacht oder ein Bentley besitzt, dann werde ich anfangen, Fragen zu stellen. Es handelt sich um eine besondere Berufung, aber keine exklusive. Jeder katholische Mann guten Standes könnte berufen sein, diesen Lebensweg einzuschlagen.